Ja, Telefoni? Ist jemand dran am Telefoni? Ja, hallo, hier ist der Axel. Hi, Axel. Wie geht's dir denn? Ist alles klar? Bei mir ist alles klar, bei dir auch? Ich kann nicht klagen, ja. Sag mal, wo warst du denn in diesem Jahr? Sag mal, was hast du letzte Woche eigentlich für eine Scheiße gequatscht, du mieses Türkenschwein? Also. Das haben wir jetzt nicht ganz verstanden, also, er müsste eigentlich nochmal. Olli, sag mal, hörst du irgendwas? Ja, hi. Ja, hallo. Hi. Hier ist Bernd, ich wollte auch ein Urlaubserlebnis schildern. Aber ein echtes, tolles, ja, richtig echtes. Heißes, ja. Ich bin ja. Also hier geblieben, ich war nicht weg. Ja? Und hatte ein starkes Erlebnis. Jetzt erzähl mal. Ja, ich hatte nämlich ein Treff mit dem Arschficker, ich dich kriege. Also, jetzt muss die Regie reagieren, sie muss ganz krass sein. Das war ja wohl nicht irgendwie so mit dem Arschficker. Hallo, hallihallo? Hallöchen, ich war auch in Mallorca. Du warst in Mallorca dieses Jahr? Ja, dieses Jahr, weißt du, wen ich getroffen habe? Sag an. Außer Jung Dres. Henry Maske, der war da und... Nee, den Arschficker, du Blatt! Ach, hör doch auf, Mensch, lass sein, ey. Also, am Anfang hallo? Als Männerstimme degradierst, ja, hallo? Ja, ich bin's nochmal, Peter, ihr habt mich da weggedrückt, ich wollte die Story aus Miami erzählen. Aus Miami, du hast ja, doch aber den Arsch... mit einem Kumpel. Aber du hast doch Arschficker getroffen, oder? Warst du das nicht? Nein, ich war mit einem Kumpel in Miami und hab eine starke Story. Ich kriege dich, ich fick Arsch, ja, dann, du... Ja, bitte, Mensch, weg, mach es weg. Echt, so ein unmögliches Volk da draußen, ja? Also, ihr müsst doch wirklich mal... Naja, und dann kam uns hier noch auf die Idee, mal einen ordentlichen Arschfick... Mensch, das war jetzt...